Ich glaube, mein größter Kampf im Leben, da war schon immer, dass ich versuche, nicht Sachen zu heftig ranzugehen. Das heißt, ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen mehr vordenken und nicht so impulsiv sein. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist genau die Eigenschaft, die mich da hingebracht hat, wo ich gerade bin. Früher habe ich mein ganzes Leben nur für Motorsport spendiert. Jetzt, seit ein Jahr ungefähr, wenn der kleine Sohn Mats auf die Welt gekommen ist, dann ist alles komplett anders. Jeden Tag lernt der Kleine was Neues und ich freue mich schon richtig mit ihm, mit meiner Freundin Heidi und die zwei kleinen Hunde. Und das, glaube ich, ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Sport, was zum Training zugehört, das ist auch ein Teil von Arbeit geworden. Ja, ich finde, Fahrradfahren ist schön. Ich mache so die Tagesausflüge so zwischen 60 und 80 Kilometer. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mittlerweile bin ich jetzt schon derselbe, ein von den alten Hasen. Das heißt, ich habe schon 4 Jahre DTM gefahren und auch was erreicht. Und, das ist schon ein großer Unterschied von Gefühl, weil die Erwartungen ist komplett anders. Die Erfahrung, was ich gesammelt habe über 10, 11 Jahre, das kann man auch niemandem 1:1 in einer Woche übergeben, sondern es sind auch die Sachen, wo jeder Junge selber lernen muss. Sicher, ab und zu gebe ich einen Tipp, dann macht das auch innerlich ein bisschen Freude, jemand zu helfen. Was für mich das Wichtige ist, ist, wenn man gewinnt, ist eine Sache, aber gewinnen und ein innerliches Gefühl haben, dass ich das 100% verdient, das ist schon das Allerschönste.